Grüß dich daheim jetzt im Podcast und heute darf ich da mit einem coolen Typ einen Podcast machen. Ich werde gleich switchen zu einem halbwegs Hochdeutsch, weil mein Dialekt natürlich da. er verstanden vielleicht schon, aber ich darf heute reden mit dem Herrn Thomas Bauer. Hallo Thomas. Hallo Marc. Hallo. Es freut mich, dass du heute Lust und Zeit auch dir genommen hast, mit mir zu reden und möchte kurz daheim dich vorstellen. Thomas Bauer, du kommst aus Nieder- oder Oberösterreich, warte mal. Niederösterreich. Niederösterreich, genau. Niederösterreich und du bist ein Gesichtsleser. Du bist ganz ein genau, Gesichtsleser, ja. Ganz genau. Wir haben eine gemeinsame Erfahrung gemacht. Du hast mein Gesicht gelesen und zwar eben leider nur online, wie du auch selbst gesagt hast, aber ich kann sagen, es hat mir sehr, sehr geholfen. Vielleicht kommen wir danach auch noch über das zu sprechen, aber zuerst für die Leute auch, die da zuhören und so weiter, ich weiß nicht, bei uns in Südtirol ist das Gesichtlesen noch nicht sehr bekannt, habe ich so das Gefühl. Vor allem, wenige Leute werden es kennen. Aber bitte, ich kann nur sagen, die einzige, was ich weiß bisher, ist, dass ich kenne die Geschichte vom Erik Stand-Up, mhm. Oder? Das ist quasi auch dein Stand-Up-Mentor, oder? Stimmt das? Mein Lehrer, ja. Dein Lehrer, genau. Das ist, du gehst noch aktiv quasi, du bist bei ihm aktiv in der Lehre sozusagen, oder wie schaut das aus? Also du kannst dir das so vorstellen, der Erik ist der Gründer der Face Reading Academy. Jawohl. Und ich bin Dozent in Österreich und verbreite seine Lehre auch und natürlich auch meine Erfahrung in dem Zusammenhang, was das Gesichtlesen betrifft, in Österreich. Also wenn man sagt, ist man da in der Lehre oder ist man da in der Ausbildung beim Gesichtlesen? Also von meiner Perspektive her, man wird immer wiederum was dazulernen, weil sich ja auch der Mensch verändert. Es verändert sich ja nicht nur die Denkweise und die Sichtweise anhand von den Situationen, die uns im Leben begegnen. Es verändert sich auch das Wesen von einem Menschen. Und dadurch kann man sagen, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren gibt es zwar gewisse Grundgrammatik, von mir aus auch vor 1000 Jahren im Gesicht lesen, aber das Wesentliche, und das ist das, was mich so fasziniert, ist ja immer wiederum diese aktuelle Veränderung, die bei den Menschen stattfindet und dann diese Bausteine über das Gesicht dazu kombinieren. Also kurz auf den Punkt gebracht könnte man sagen, man lernt da nie aus. Okay, das ist schön. Das ist auch, kann ich mir vorstellen, das ist auch schön für dich, oder? Weil dann wird es auch nie eine Routine sozusagen. Es bleibt immer was, wo du dran bleibst sozusagen, oder? Ja, und das ist auch das Faszinierende dabei. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn du eine Fremdsprache lernen möchtest. Also es gibt natürlich eine Grundgrammatik vom Aufbau her, weil es gibt in verschiedensten Kulturen die Zugänge auch zu dem Gesichtlesen. Und weil du das auch angesprochen hast, in Südtirol ist es eher weniger bekannt. Es ist aber bei uns in Österreich noch nicht so bekannt, weil viele Menschen damit nicht wirklich wissen, was man damit machen kann oder wie es funktioniert. Ja. Aber generell kann man es so vergleichen, je nachdem, in welcher Kultur sich Menschen vor tausenden Jahren damit befasst haben. Es gibt einen Grundstock und der beginnt auf einer gemeinsamen Basis aufzubauen. Ob das jetzt das chinesische Gesichtlesen ist, das indische Gesichtlesen ist, das europäische Gesichtlesen ist, das orientalische. Also der Grundstock im tiefen Kern ist gleich. Und dann kommen natürlich kulturelle Unterschiede noch mit hinein. Und wie ich schon erwähnt habe, immer dieses Individuum. Ja. Weil man hat ja auch so im Kopf, der Mensch ist gleich, also es gibt Gemeinsamkeiten bei den Menschen, aber als Gesichtleser lernt man halt gerade dieses spezielle Einzigartige bei den Menschen herauszufinden. Und ich muss sagen, schon einmal quasi die Basis auch von dem Gespräch, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gerade führen, irgendwie. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, also ich habe quasi vom Gesichtslesen erst wirklich mit dem Erik, mit seinen YouTube-Videos erfahren. Und da bin ich wirklich hellhörig geworden von dem, was er, wenn ich ihm zugehört habe und so weiter. Und einfach mal die Grundannahme, dass
uns unser Gesicht so viel mitteilen kann, in dem Moment, wenn ich das irgendwie realisiert oder verstanden habe, und das, dass man das wirklich glauben kann, sozusagen, dass es einen Grund hat, wieso zum Beispiel jemand hier eine Falte hat, und dass es einen Grund hat, wieso bei jemandem die Mundwinkel nach oben oder nach unten gehen, dass, wie die Hautfarbe ist, wie es um die Augen herum ausschaut und so weiter und so fort, das, was du ja bei mir auch alles gemacht und gesagt hast, und wo ich dann irgendwie, wo etwas in mir gesagt hat, ja, der hat recht, das stimmt, dass das wirklich so alt schon ist, dass das so viele Jahre schon praktiziert wurde, aber eigentlich so dermaßen unbekannt. Und welche unglaubliche Chance dieses, das dem einzelnen Menschen bietet, sich selbst besser und sein Leben besser kennenzulernen und zu verstehen. Also das ist, wie soll man sagen, das kann ich, das ist unglaublich eigentlich, oder? Ich meine, was das, welches Potenzial in sich trägt, oder? Und deswegen schon mal diese Annahme, quasi, die bringt mich immer, eigentlich jeden Tag fast wieder zum Staunen, wenn ich in den Spiegel schaue oder anderen Menschen auch ins Gesicht schaue. Deswegen, Thomas, bitte, mich würde es sehr, also brennend interessieren, was hast du in deinem Leben gemacht? Weil ich habe so irgendwie das Gefühl, dass du jetzt noch nicht so unbedingt, also nicht dein ganzes Leben lang Gesichtsleser bist, oder? Nein, also das, wie ich zum Gesichtlesen gekommen bin, ja, ist ein sehr spannender Weg. Schau, man muss über mich wissen, ich war immer schon ein bisschen außer der Norm. Ja? Also ich war nie so in normalen Feldern unterwegs. Das habe ich mir schon gedacht. Das hat schon bei mir in der Volksschule begonnen, dass ich sehr, man sagt, lebendig oder aufgeweckter war. Ich wollte ja nie in eine Schule gehen, ich war nie konformer mit gewissen Systemen. Ich bin so immer wieder aus der Reihe getanzt, könnte man sagen. Ja. Ich habe prägende Phasen hinter mir, also Sucht ist für mich ein großes Thema gewesen in der Vergangenheit. Ja. Und so habe ich halt über im Laufe der Zeit irgendwann einmal an dem Punkt erkannt, hey, ich muss mich mit mir selber beschäftigen, damit ich für mich ins Reine komme. Und ich habe dann viele Ausbildungen besucht, so ab meinem 25., 26. Lebensjahr hat es dann begonnen, dass ich mein Leben radikal geändert habe. Und habe halt dann über diese Ausbildungen erkannt, ja, Theorie ist sehr interessant, die Praxis ist immer ganz was anderes. Also ich habe Kommunikationsausbildungen gemacht, Coaching-Ausbildung, Beratungsausbildung, Mediatoren, Supervision, also quer durch die Bank. Und irgendwann bin ich aber an den Punkt gekommen, wo ich erkannt habe, mich fasziniert das, gerade wenn du dann Menschen halt ein bisschen wahrnimmst, da geht es ja wirklich auch um die Wahrnehmung, also was bedeutet Wahrnehmung? Also ich nehme einen wahr, ohne dass ich irgendwie ein Etikett klebe oder dass ich voreingenommen bin oder dass ich meinen Stempel hinaufdrücke. Und anhand von dem bin ich so ein bisschen auf dieses Körpersprachliche aufmerksam geworden. Ja, du unterhältst dich mit einem Menschen, auf einmal merkst, der hält den Kopf schräg oder er greift sich irgendwie ins Gesicht durch die Gestik und so. Und da bin ich dann interessiert, in die Recherche gegangen und habe versucht, Experten da zu finden. Für mich war es immer wichtig, wenn du dir Wissen aneignest, dann muss das fundiert sein, so Hand und Fuß haben. Und ich habe dann im Körpersprachebereich ein paar Persönlichkeiten auch gefunden. Da ist zum Beispiel Sami Molcher Begriff, wo ich erkannt habe, aha, der liest da irgendwie Menschen. War für mich ganz interessant, aber es war zu wenig. Ja. Ich war immer auch so skeptisch, weil man gedacht habe, naja, wie funktioniert das Ganze und kann man das überhaupt so zusammenbauen, wie die das da so vorbringen im Bereich der Körpersprache. Und dann bin ich im Fernsehen auf die Serie Lie to Me gestoßen. Ich weiß nicht, ob da das ein Begriff ist. Kannst du mal nachschauen, da gibt es eine Serie, die heißt Lie to Me. Ja. Da behauptet wirklich jemand, er kann erkennen, wann ein Mensch lügt. Und mein erster Impuls war, ja, komm, ja, Fernsehen und wie soll das funktionieren im Fernsehen? Ja, Fernsehen ist immer eine eigene Geschichte. Wir haben aber dann diese Serie, gerade in der ersten Staffel war es sehr vehement, dass man immer wiederum in dieser Serie gezeigt hat, wenn da jemand verhört wurde und der hat dann beispielsweise, wenn er schon mit dem Rücken an der Wand gestanden ist, die eine oder andere Gestik oder Handlung gesetzt, dann wurde das kurz eingefroren in einem Bild und dann hat man zeitgleich einen amtierenden Politiker
auch eingeblendet gesehen, der hat ungefähr das Gleiche gemacht, ja. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist ja total faszinierend, die blenden da einen Politiker aus dem echten Leben ein, was jetzt nicht bedeutet, dass in der Politik vielleicht gelogen wird, das will ich damit nicht sagen, ja. Aber für mich war in dem Zusammenhang dann irgendwie klar, hey, da muss mehr dahinter sein. Und ich habe dann recherchiert und bin dann auf einen Namen gestoßen, das ist der Paul Ekman. Und der hat sehr lange seines Lebens damit verbracht, dass er die Mimik studiert hat. Weil du das zuerst angesprochen hast mit Falten und so, ja. Also die Mimik ist was sehr Entscheidendes, wo du schon mal Informationen über den Menschen bekommst. Und da könnte man sagen, ja, wie funktioniert das? Man weiß ja, auch aus der Wissenschaft heraus, es gibt so 12 Hirnnerven und der Nerv facialis, also der Nervus facialis, ist dieser Hirnnerv, der überwiegend für die Mimik verantwortlich ist. Und Paul Ekman hat so herausgefunden, es gibt so gemeinsame Reaktionen, er nennt es Basisemotionen, ja. Da könnte man auch wieder diskutieren, wie viele gibt es da. Er baut es halt auf so 7 Gängige auf. Ja. Ich finde es sehr, für mich sehr nachvollziehend. Ich habe das auch immer wieder gegengeprüft und bin draufgekommen, hey, der liest da die Mimik aus dem Gesicht. War total fasziniert. Ja. Habe dann im Internet versucht, dass ich in Österreich jemand finde, der diese Mimiklehre unterrichtet da. Also mir gedacht, okay, jetzt habe ich das einmal gesehen, jetzt will ich wissen, wie das funktioniert. Und bin aber nie irgendwie fündig geworden, dass ich da was Fundiertes auf die Beine stellen hätte können, von der Ausbildung her. Und bei meiner Recherche bin ich dann irgendwann auf den Eric Stand-Up gestoßen und habe dann gesehen, aha, der bietet über seine Academy diese Ausbildung zum Gesichtlesen an. Und ich dachte, okay, ja, das wird sicher das mit der Mimik sein und da will ich dann irgendwann vielleicht einmal erkennen, ob wer lügt oder nicht. War natürlich immer noch sehr skeptisch, auch, muss ich dazu sagen. Und habe dann ihn kontaktiert. Habe das über Telefon gemacht, weil für mich ist immer der direkte Kontakt ist um und auf. Und bin dann Gott sei Dank noch ein dritten Mal mit ihm ins Gespräch gekommen. Und habe gesagt, hey, wie magst du, was tust du? Und er sagt, ja, er ist Gesichtleser und so. Dann sage ich, naja, wie funktioniert das? Ja. Ja, das ist im Prinzip sehr einfach. Da gibt es verschiedene Techniken. Ich kann mir nichts vorstellen darunter können. Und es war dann so, dass er im November 2014 war er in Klagenfurt in Österreich auf einer Messe. Und ich bin dann mit meinem Auto dort hin und habe ihn das erste Mal live erleben dürfen. Also ich sitze, bin halt dann in diesen Raum reingekommen und sitze mir da hinten also hin und schaue ihm da so zu, wie er die Leute liest. Ja, also so Speed Reading nennt man das. Und ich sehe, der schaut die Leute an, sagt ihnen was am Kopf zu und die sagen aber nichts zu ihm. Also da gibt es nicht irgendwie Informationen, dass die ihm was erzählen oder sonst irgendwas. Die sitzen einfach nur dort und er schaut sie an. Ich denke mir irgendwie komisch, weil ich aber nicht gewusst, was er sagt, sondern ich habe auch immer nur diese Reaktionen von den Menschen gesehen, Du ja, hast nicht wie die gehört, reagieren. was er gesagt hat. Ja, nicht, ich war ja zu weit weg, ja. Du warst auch so, okay. Und dann war es so, dann hat er endlich eine Pause gemacht, dann bin ich hingestartet, sage ich, was tust du, was machst du da, was sagst du zu den Leuten? Er sagt, das ist Speed Reading, nennen sie das. Ja, Speed Reading, das ist so unter den Gesichtlesern der schnelle Blick ins Gesicht, das dauert so maximal 5 Minuten, wo man halt unterschiedliche Informationen den Menschen gibt. Also man könnte auch salopp sagen, da sieht man, dass es funktioniert, ja, oder das ist so der Eisbrecher. Und ich schaue ihn dann so an und sage, was für Bereichen? Was interessiert oder wie? Okay, sag einmal, ja. Und da sagt mir in den ersten 5 Minuten, was ich für Disposition mit Krankheiten habe, also auf was ich aufpassen muss, was ich für Persönlichkeit bin und welches Talent ich besitze. Und ich denke mir, okay, wo ist da der Schmäh? Ja, das gibt es jetzt nicht. Also der kennt mich nicht. Ja. Also wie soll das funktionieren? Ja. Und ich war dann so geflasht vor dem, dass ich dann zu ihm gesagt habe, okay, ich will das lernen. Und ich kann mich noch erinnern, es war mein erster Kurs, das war die Antlitzdiagnostik. Um dir auch wieder da einen Einblick zu geben, also die wird bestimmt der Name Hippokrates was sagen. Und laut den Aufzeichnungen von der Übermittlung her war Hippokrates einer der ersten, der auch dokumentiert hat, wenn ein Mensch krank wird, verändert er sich. Ja? Also was verändert sich? Nicht nur, dass das seine Stimmung verändert oder seine Energie verändert, nein, man sieht auch Veränderungen in dem Fall im Gesicht. Also was jetzt so das Klassische ist immer,
Wenn jemand zum Beispiel ganz rote Wangen kriegt, weil er draußen war und herumgetobt ist und viel Sport gemacht hat, ja, und er hat dann Heißhunger auf Süßes beispielsweise, hätte man da den Zugang für Magnesiummangel. Ja, war mir so ein Einblick, war ein Zugang. Oder eben jemand kriegt in das Sklera, das ist das Weiße im Auge, das wird so gelblich. Man sagt, hey, hast du Gelbsucht? Oder Gelbsucht, was ist mit deiner Leber los beispielsweise? Oder jemand hat so dunkle Ringe unter den Augen. Ja? Hast du nicht gut geschlafen? Was ist los mit dir? Ja, man schaut die Menschen in der Art und Weise sehr banal, kann man das durchaus so sehen, an und man kriegt Informationen. Und bei mir war es eben damals so, ich habe in diesem Kurs, in dieser Antlitzdiagnostik, so den ersten Einblick bekommen, dass man Gesundheit und Krankheit im Gesicht erkennen kann. An der Stelle ist aber ganz wichtig, dass man aus Gesichtleser folgende Information ergibt. Da wird keine Diagnose gestellt und auch keine Therapie. Also man darf da nicht glauben, man kommt jetzt zu einem Gesichtleser und man hat da einen Arzt vor sich. Im Gegenteil, das, was ich erkennen kann, ist rein, wenn ein Organ eine Belastung kriegt, entsteht eine Funktionsschwäche und diese Funktionsschwäche zeigt sich in deinem Gesicht. Da muss noch lange kein Symptom nicht da sein, sondern wenn das Organ man sagt, in eine Disharmonie kommt, durch diese Belastung, macht sich das über dein Gesicht bemerkbar. Jetzt kann man wieder sagen, naja, wie kann man sich das vorstellen? Also auch wieder sehr einfach dargestellt. Das hängt mit diesem Nervus vagus und mit dem Nervus trigeminus in erster Linie zusammen. Aber auch wieder an der Stelle, du musst dir vorstellen, das ist ein Konstrukt von Nervenbahnen, die über Stimulierungen von feinsten Muskeln da mit Organen, mit Gehirn in der Art und Weise verbunden sind. Ja. Also wie gesagt, ich bin ja da kein Experte im Bereich der Medizin. Ich kann da das nur anhand von meines Wissens und auch von meinen Erfahrungen so wiedergeben, dass man eben sagt, man kann Zugangshinweise im Gesicht über die Gesundheit erkennen. Na, und ab dem Zeitpunkt, wo ich das eben erkannt habe, kann man so sagen, war ich infiziert. Also da wollte ich dranbleiben. Du wolltest was sagen? Na, quasi, ich wollte nur herausheben, was ich da sehr interessant gefunden habe, dass quasi du Dispositionen für etwas, für eine Krankheit oder für irgendwann etwas erkennen kannst, schon lange bevor sich eben das Symptom zeigt. Eben, das wollte ich nur herausheben. Ja, Das also ist eben. durchaus könnte man das so darstellen, also, dass man Ja. sagt, man bekommt so Zugangshinweise darüber. Ja. Ja, genau. Und da könnte man wieder auch so den Kreis schließen, das knüpft sehr stark an die Naturmedizin auch an. Dass man eben erkennt, so Naturvölker, ja, die haben sich schon in der Vergangenheit durchaus was dabei gedacht, wenn sich bei dem Menschen etwas radikal verändert hat, ja. Da gibt es ja auch die Zugänge über die Zunge oder über die Iris, dass man das erkennen auch kann, wie der gesundheitliche Zustand ist. Und so kann man sich halt sehr einfach das vorstellen, dass dieses Wissen über den Laufe der Zeit halt immer wieder entwickelt auch wurde, je nachdem, welche Menschen sich damit auseinandergesetzt haben. Also ein paar Namen aus der Vergangenheit, wenn man sagt, Paracelsus, Hildegard von Bingen, ja. Also diese Menschen haben offensichtlich bewusst, unbewusst oder natürlich auch dann schon sehr gezielt Techniken herangenommen, um zu erkennen, aha, wenn einem Menschen der gesundheitliche Zustand aus der Balance gerät, kann man das übers Gesicht erkennen. Das war so der Einstieg bei mir. Das, was ich dann noch in der Art und Weise sehr spannend gefunden habe, du kannst die Brücke dann von der Antlitzdiagnostik, also spricht der Gesichtleser über die Gesundheit, zu der Physiognomik bauen. Die Physiognomik, wo es um Persönlichkeit und Charakter geht, knüpft bei uns auch wiederum in der Vergangenheit auf das Griechische an. Also wenn dir der Name Aristoteles was sagt, es war so einer der bekannten Philosophen, die halt zum damaligen Zeitpunkt begonnen haben, Menschen über ihre Persönlichkeit zu lesen, über Merkmale, über das Gesicht da. Das lässt sich dann sehr gut schon mit der Sprache in Verbindung bringen, ja, weil Aristoteles ja auch jemand war, der auf der kommunikativen Schiene ein Vorreiter auf dem Gebiet da war, nur ist halt im Laufe der Zeit immer auch weiterentwickelt worden. Aber so der Ursprung von dem Nonverbalen in das Verbale
gibt es schöne Verknüpfungen auch zum Lesen aus Gesichtern. Also gibt da Beispiel. Hast du schon mal gehört, jemand verdient sich eine goldene Nase? Ja. Hast du schon mal Ja. diesen Zugang gehört aus dem Volksmund heraus, ja? Ja. Und der Physiognomiker sagt, egal jetzt welche Nase, deine, meine, vom Nachbarn, von den Eltern, egal. Die Nase generell steht für Arbeit, materielles, Wohlstand und auch diese kreative Umsetzung. So, jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja sehr verallgemeinert, ja, das ist ja, kann ich nicht sagen, die Nasen, ja. Ja, der erste Einstieg ist, jede Nase steht für Arbeit, materielles, Wohlstand und die kreative Umsetzung. Und dann geht man her, große Nase, kleine Nase, breite Nase, eine spitze Nase, eine Nase mit einer Mulde, eine Nase mit einem Höcker. Ja? Also man kann die Nasen dann nochmal eigens zerlegen in verschiedenste Bausteine. Und jeder Baustein ist mit Vokabeln bestückt. Und so beginnt man dann in diese Lehre im Bereich der Physiognomik immer weiter einzutauchen, ja? Wo man eben Persönlichkeit und Charakter über einen Menschen herauslesen kann. War für mich sehr spannend, da diese Brücke zu erkennen, wie das zusammenhängt, weil man hat ja auch mittlerweile auch in der Schulmedizin anerkannt, dass es die Psychosomatik gibt. Und die Psychosomatik ist für mich so die Überleitung von der Gesundheit auch über den Geisteszustand, also wie jemand denkt, beziehungsweise wie er auch seine Gedanken ausrichtet oder gedacht wird oder wie er gelernt hat, mit Gedanken umzugehen. Da gibt es ja wieder eigene Zugänge, wie man das herausarbeiten könnte. Aber grundsätzlich ist für mich hier der Grundstock gelegt, dass man eben Persönlichkeit mit Gesundheit sehr gut ineinander verbinden kann. Und das ist bei mir durch meine Praxis auch immer wieder bestätigt worden, dass man sagt, aha, wenn ein Mensch gesundheitlich das und das Thema hat, dann sagt es natürlich auch was über seine Persönlichkeit aus. Und der Gesichtleser erkennt da sofort, lebt der Mensch überhaupt seine Persönlichkeit oder lebt der Mensch Charakterzüge, die nicht kompatibel sind mit seinem Grundwesen. Was bedeutet das? Ein Gesichtleser hat diese Philosophie, jeder Mensch, der geboren wird, hat was Einzigartiges. Das ist das, was diesen Menschen auch ausmacht. Ja? Man weiß natürlich über verschiedenste Methoden, da gibt es Programme, da gibt es Installierungen von Mustern, von Erlebnissen, von Erfahrungen und so weiter. Ja? Aber grundsätzlich hast du dieses Potenzial in dir, was dich einzigartig macht. Das siehst du sogar bei Geschwistern. Ja? Selbst eineiige Zwillinge sind nicht gleich. Und um das herauszufiltern oder herauszuarbeiten, bedient sich der Gesichtleser in erster Linie auch der Physiognomik. Der nächste Bereich, den ich kennengelernt habe, hast du eine Frage zwischendurch? Da ganz viele, aber bitte red weiter, ich stelle sie dir dann. Also der nächste Bereich, den ich kennengelernt habe, war dann durch den Erik das Xianming, das chinesische Gesichtlesen, ja. Und da bin ich nochmal an meine Grenze auch gegangen, weil da war ich insofern ziemlich geflasht, was alles eine Aussagekraft hat. Ja? Also nicht nur die Gesichtsform aus der chinesischen Gesichtleserlehre, das wirst du vielleicht im Internet schon mal gesehen haben, da gibt es so diese Bezeichnungen, so die gängigen sind ein Königsgesicht, ein Jadegesicht, ein Feuergesicht. Ja? Und ich habe oft Baumgesicht. Kunden, die kommen sofort zu mir und sagen, welche Gesichtsform, was habe ich für Gesicht? Ja, die reduzieren das sehr stark auf das Gesicht herunter. Und meine Erfahrung ist, die Gesichtsform ist einmal ein Einstieg. Und selten hat man ganz reine Gesichtsformen mehr. Wie gesagt, der Mensch verändert sich ja ständiger und somit verändert sich auch das Gesicht. Aber wie gesagt, die chinesische Lehre baut einmal auf Gesichtsformen auf. Und dann wird es dort sehr spannend. Man kann da noch die Fünf-Elementen-Lehre, die ist eher bekannt aus der TCM, die wird auch dort mit hineingenommen. Und dann gibt es noch den Zugang über Muttermale, Narben, Warzen, Pickel, also jedes einzelne Detail, Piercings, Tattoo, alles, was sich im Gesicht irgendwie zeigt oder durchaus auf dem Körper zeigt, ist eine Informationsquelle über den Menschen. Nur darf man das halt jetzt nicht überbewerten. Da gibt es auch oft die Menschen, die kommen und sagen, du schau, ich habe da, habe ich ein Muttermal, da habe ich ein Muttermal. Da muss ich dreimal hinschauen, dass ich dieses Mal überhaupt sehe, weil das so klein
oder unscheinbar sich zeigt. Da geht es natürlich auch wiederum, hat meine Stimme versorgt. Da geht es natürlich dann auch wiederum um die Gesamtsumme, die ich an Informationen herausarbeite. Also sage, jedes kleine Futsal, was sie im Gesicht zeigt, kann natürlich Information sein, aber muss sie in Realität ersetzen. Ja. Schau, das ist was, was ich im Zuge meiner Praxis gelernt habe. Du lernst Gesicht lesen auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die Theorie. Also du kriegst einen Grundstock von Grammatik, von Vokabeln, von Bausteinen. Und dann machst du mit dem deine Erfahrung. Und umso mehr Erfahrungen du sammelst, wirst du erkennen, dass die Technik des Lesens in Wirklichkeit schon sehr stark in dir drinnen verankert ist. Weil jeder Mensch kann für mich Gesichter lesen. Das ist was, was mitgegeben wurde. Und durch das Chinesische bin ich halt dann nochmal von meiner Entwicklung her auf eine ganz andere Ebene gekommen, weil ich bemerkt habe, wie wichtig es ist, auf diese ganz kleinen Details zu achten. Also das Xianming war für mich damals insofern so faszinierend, weil es so tief eine Bindung auch zu einem Menschen aufbauen kann, weil du wirklich Sachen erkennen kannst, die mit Schicksalsschlägen auch verbunden sein können und so weiter. Also da kann man wirklich sehr tief eintauchen. Und der vierte Part war dann endlich das, was ich immer wieder gesucht habe, Gestik, Mimik, Körpersprache lesen lernen, wo man eben dann den Zugang hat, aha, da gibt es den Bereich über die Mimik, ob der Mensch sich jetzt gerade wohlfühlt anhand von dem, was er sagt, oder sich unwohl fühlt. Das ist einmal so der dezente Einstieg. Und da muss man in dem Zusammenhang auch immer wieder berücksichtigen, wie ist die Situation, wie ist der Kontext, um was geht es jetzt da genau? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem ins Gespräch gehe und ich habe so den Eindruck, ein Arbeitskollege beispielsweise, der hat mir irgendwas weggenommen oder hat mir irgendwas genommen, was einem nicht gegeben wurde und ich will das erfahren. Und ich merke während des Gespräches, aha, der wird immer unruhiger, wenn ich ihn damit konfrontiere. Der verändert sich, so verhält er sich normal nicht. Dann habe ich schon die ersten guten Indikatoren. Das war jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber da sind auch wieder die Experten in der Art und Weise, wo man sagt, man muss zuerst einmal herausfinden, wie geht es dem Menschen, wenn er entspannt ist. Und dann beginnt man, je nachdem, um was es dann halt geht, zu erkennen, was steckt tatsächlich dahinter. Ja. Also klassisches Beispiel, um das vereinfacht darzustellen, wenn du dir das Video im YouTube von Bill Clinton anschaust, wie er damals zu Monica Lewinsky-Affäre befragt wurde, wie oft das sich der an die Nasenspitze beispielsweise greift. Ja. Also das ist so, sind so Abweichungen. Ja. Jetzt darf man nicht hergehen, dass man sagt, aha, der greift sich auf die Nasenspitze, der lügt. Ja. Also so funktioniert es nicht. Man sagt zum Beispiel, der greift sich auf die Nasenspitze, weil es da vorne kribbelt. Dann kann man sagen, wieso kribbelt es da vorne? Weil du da ganz feine Nerven hast. Und wenn du in einer Situation bist, wo du dich unwohl fühlst, ja, dann passiert das automatisch und du greifst unbewusst dort hin. Also wenn ich jetzt mit dir da rede und beispielsweise jetzt fangen wir an, über was Persönliches über dich zu sprechen. Ja. Währenddessen wir reden, greifst du da verstärkt hin, dann hast du es jetzt nicht, dass du gleich eine Lüge aussprichst, sondern dann hast du es nur, es entsteht ein gewisses Unbehagen bei dir. Ja. Und dann findet man auch in dem Kontext wiederum mehrere Bausteine. Also, kennst du Sherlock Holmes? Mhm. So kannst du das ungefähr vorstellen im Ganzen. Und man sagt, man fängt an, wie mit einer Lupe genau auf den Menschen zu achten und zerlegt es bis ins kleinste Detail. Oh, danke für diese gute Zusammenfassung jetzt. Das ist schon, ich glaube schon mal für jemanden, der da überhaupt noch nichts gehört hat, für das ist das schon einmal cool, einfach das mal zu hören, wie das so funktioniert und dass das wirklich was ist, was wirklich was aussagen kann. Eine Sache, die mir davor noch drinnen geblieben ist, ist wirklich diese Aussage von dir, kann denn sein, dass Menschen überhaupt nicht Charakterzüge quasi, wie du gesagt hast, von ihrer eigenen Persönlichkeit gar nicht leben. Weißt du, was du davor gesagt hast noch? Ja, ich weiß. Genau, und meine Frage, ich habe jetzt eben zwei Fragen. Die erste Frage ist die, passiert es dir denn bei den Face-Readings relativ oft, dass du herausfindest, dass Menschen jetzt nicht ihre komplette Persönlichkeit oder Charakterzüge überhaupt gar nicht leben? Also aus meiner Erfahrung heraus sind sehr viele Menschen
mit dem behaftet, dass sie Sichtweisen, man könnte auch sagen Züge oder Charakterzüge angenommen haben, die gegen ihre Persönlichkeit gehen. Das, was ich damit in Verbindung oft bringe, ich mache dann oft, wenn ich jetzt da so das klassische Reading mit den Leuten mache, ja, da braucht der Mensch mir keine Information geben. Da zeige ich ihm auf, was sein Potenzial ist, da zeige ich ihm auf, was so im Grunde genommen sein Fundament wäre, ich sage jetzt bewusst wäre, und wo er oder sie sich hin entwickelt, wenn er diesen Weg geht. Beim Gesichtlesen sagt man, es gibt nur zwei Wege. Es gibt einen gewinnenden und einen verlierenden. Jetzt könnte man sagen, naja, das eine ist positiv, das andere ist negativ, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Nicht in der ersten Phase. Weil ein gewinnender Weg wäre, du bist in einer Situation, du gehst deinen Weg, du entfaltest deine Persönlichkeit, ja, und daraus ziehst du dann für dich deine Schlüsse, deine Entscheidungen an. Man könnte sagen, es läuft sehr leicht oder es läuft sehr locker. Und jetzt ist meine Lebenserfahrung, wenn man jetzt sagt, okay, man geht diesen leichten Weg. Man geht diesen Weg, man entfaltet sich, man ist immer so gut drauf und es läuft alles, man ist immer so in diesem, auf der Butterseite, würde ich jetzt einmal sehr einfach ausdrücken. Lernen für deine Entwicklung tust du nur dann, wenn es schwierig wird, wenn es geschissen ist, wenn es Arsch ist, wenn es da bis daher steht, dann entwickelst du dich. Somit könnte man sagen, ein gewinnender Weg ist natürlich etwas Positives, aber immer nur gewinnen und immer nur leicht und immer nur alles easy, kann auf lange Zeit gesehen dazu führen, dass du in deiner Entwicklung, was deine Persönlichkeit jetzt da betrifft, dich mehr fordern solltest, mehr reflektiert sein solltest. Da. Im Gegenzug verlierend, ja, weicht man von dem Weg ab, ist verlierend nicht gleich was Negatives. Weil das Verlierende zeigt dir auf, hey, Moment, halt inne. Erkenne den Weg, den du gerade eingeschlagen hast, den du gehst, ja, der kann auf Dauer für dich nicht förderlich werden. Mhm. Weil wenn du den verlierenden Weg nicht verlässt, dann kann es irgendwann wirklich negativ werden, weil dann ziehst du auch deinen Körper mit hinein. Das ist dann oft so, wenn der Körper dann schon die Alarmsignale aufzeigt und da das oder das weh tut, ja, wenn man die Psychosomatik wieder hernimmt, er zeigt dir was auf, du ignorierst das, das geht eine Zeit lang gut und irgendwann liegt man dann oder ist man in der Situation, wo man in die Waagrechte geht. Und dann geht es halt darum, dass man sagt, man steht wieder auf und macht weiter. Und das, was ich also herausgefunden habe, wenn ich halt Menschen klassisch lese, dann können die gleich einmal damit was anfangen, weil sie die dann sehr schnell damit identifizieren können, das wird ihnen bewusst. Was aber bei mir zugenommen hat, ist, dass mich Leute nach 3 Monaten, nach 6 Monaten dann wieder kontaktieren und sagen, hey, ich war damals bei dir, ich habe das und diese Information von dir bekommen, hat mir geholfen und dann kommt das berühmte Aber. Ja? Ich bringe das nicht auf die Reihe, ich komme nicht weiter, ich stehe an. Das ist für mich dann ein klassischer Hinweis. Man hat begonnen, einmal so seinen Weg zu ändern, man ist aber wieder in ein altes Muster zurückgefallen. Jawohl. Man könnte es auch klassisch mit dem Jojo-Effekt bei Diäten vereinfacht dargestellt, ja, grob. Und dann mache ich Folgendes, dann sage ich, okay, du kannst gerne wiederkommen und dann lese ich und coache aber die Menschen auch dabei. Was bedeutet das? Also ich gehe dann mit denen auch wirklich ins Gespräch, weil das, was ich als Gesichtleser nicht übers Gesicht erkennen kann, sind deine Gedankenabläufe. Also wenn du etwas denkst, was dir unangenehm ist, dann kann ich die Reaktion sehen. Aber wie der genaue Ablauf oder deine Geschichte im Kopf ist, ja, die kann ich natürlich nicht erkennen, weil ich kann nicht in deinen Kopf hineinsehen. Und dazu ist wieder die Sprache da, dass ich dann sage, okay, was du jetzt gerade denkst, erzähl mir das, sag das. Und anhand von dem die Worte, die er verwendet, die Tonalität der Stimme, die dabei ist, die Mimik, sei Persönlichkeit oder ist das, was er gerade sagt, nicht sei Persönlichkeit, sondern spricht da wer anderer gerade aus ihm. Ja? Du hast sicher schon mal diesen Ausdruck gehört, stöhnweiß bist wir der Papa oder stöhnweiß bist wir die Oma oder wie der Opa oder sonst irgendwer. Man hat was übernommen. Ja? Man darf da jetzt nicht hergehen und sagen, naja, ist das schlecht oder ist das negativ? Nein.
Es kommt darauf an, in welche Richtung es dich führt und wie du anhand von deiner Persönlichkeit für dich daraus wachsen kannst und entwickeln kannst. Und da wird für mich dann eben in einem zweiteren oder einem dritteren Setting, was ich dann mit den Leuten habe, ihnen die Möglichkeit gegeben, ihnen bewusster zu werden, aha, das ist mein Potenzial, aber wo stehe ich mir selber dabei im Weg, dass ich dieses Potenzial nicht so umsetzen kann, wie ich es gerne möchte. Das ist so die Brücke, die man da baut, ja. Und um deine Frage nochmal ganz klar zu beantworten, ja, es kommen oft sehr viele Menschen zu mir, die nicht ihr Potenzial oder ihre Persönlichkeit leben, aus welchen Gründen immer, sondern die Eigenschaften sich angeeignet haben, die übernommen wurden, installiert wurden. Das können oft tiefgreifende Erlebnisse sein. Also wenn man sagt, so Schicksalsschläge, wenn man jemanden verloren hat oder eine starke Krankheit hat, klar greift das tief in die Persönlichkeit ein. Aber das Wesentliche ist, und das habe ich so in meinem Leben auch immer wieder erkannt, wenn du heute wüsst, dass es dir besser geht, wenn du heute wüsst, dass sich in deinem Leben was ändert, dann kann das nur ein Mensch tun, von meiner Meinung her. Und das bist du oder das bin ich in dem Fall selbst. Und wenn man das einmal klar wird, dann kann man sagen, ja, ich weiß es eh, aber wie komme ich dorthin? Ja, das ist ein anderer Zugang, ja. Aber zuerst einmal muss ich mal erkennen, egal was in deinem Leben passiert, aus meiner Philosophie, es geht nicht darum, was da passiert, sondern es geht darum, was du daraus machst anhand von dem, was dir passiert ist. Also du kannst die Zügel selbst in die Hand nehmen. Und da bist du halt gut beraten, wenn du dich besinnst auf deine Persönlichkeit, also auf das, was dich ausmacht, um von dort weg zu handeln. Ja, das heißt, direkt oder indirekt mit deiner Aussage, weil das ist ja auch so eine Sache, die viele Leute oder die so ein gewisser Volksglaube, das heißt, du könntest wirklich sozusagen sagen, in dem Moment, wenn sich bei einem Menschen entweder körperlich oder psychisch ein Leiden einstellt, sozusagen, weil du hast gesagt, es gibt ja diese Herausforderungssituationen, wo man leidet in der Entwicklung. Also die Entwicklung geht nicht ohne Leiden. Das oder ohne Schmerz oder wenn es geschissen ist, oder? Also ich würde das so formulieren, um das nochmal wirklich klar aufzubringen. Ja. Wenn es herausforderungsvoll ist oder schwieriger ist, ja, dann bin ich eher bereit, etwas zu tun, an mir zu arbeiten, wie wenn es kein Bedürfnis dazu gibt. Ja. Ich meine, der beste Weg wäre ja immer, dass ich sage, ich muss nicht zuerst warten, bis ich 20 Kilo mehr habe, ich kann mich schon vorher bewegen, ich muss nicht zuerst warten, bis ich Anzeichen von einem Burnout habe, ich kann schon vorher vom Gas runtergehen, nur das sagt sich alles sehr leicht. Das ist mir bewusst. Ja. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sagen, du, ich warte gar nicht so lange, ich brauche diesen Leidensdruck nicht, wenn man es so auch formulieren darf. Ja. Ich brauche diese Schwierigkeit nicht, sondern ich habe das schon erkannt. Da wäre halt interessant, wie viele Menschen haben das. Wie viele Menschen erkennen, dass man ihm sagt, man kann diesen angenehmen oder den förderlichen Weg ergehen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn es schwierig war oder eben geschissen war, habe ich für mich am meisten gelernt, weil ich mir dann die Zeit genommen habe, dass ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Jetzt könnte man sagen, ja, die wahren Meister, die Weisen, ja, erkennen das schon im Vorfeld. Möglich. Was ist wirklich die Wahrheit? Ja? Für mich ist immer die Wirksamkeit das Maß der Wahrheit. Und jeder, der für sich die Entscheidung trifft, dass er an sich arbeitet, hat so seine eigene Wahrheit. Und wenn er sich selber treu bleibt, was, glaube ich, eine große Herausforderung ist, dass man auch seine Meinung vertritt, dass man dazu steht, egal jetzt da was passiert, und dass man an sich arbeitet. Weil man braucht ja nur schauen, man nimmt sich heute vor, man will in seinem Leben sich irgendeinen Traum verwirklichen. Oder man will in seinem Leben seinen Beruf wechseln. Und dann redet man mit anderen Menschen darüber. Und je nachdem, wo diese Menschen in der Wertehierarchie stehen oder in Beziehungen stehen, können die mehr oder weniger Einfluss nehmen. Was ja jetzt nie was Negatives ist, aber man muss erkennen, ab wann gebe ich die Verantwortung ab und ab wann entscheiden dann andere versteckt oder sehr offen, ja, für mich in dem Zusammenhang,
meine weitere Entwicklung oder meine weiteren Wege. Das meine ich auch damit sehr, sehr konkret, ja. Wow, und also wenn jetzt ganz ein, ich wollte jetzt einfach ein ganz ein konkretes Beispiel hernehmen, weil ich finde, sagen wir mal, ein Mensch hat eine Depression. Das ist immer ein verallgemeinerndes Beispiel, aber ich glaube, die Perspektive hier, die du reinbringst, ist sehr wichtig. Jemand hat eine Depression, jemand hat Arthritis, jemand hat, ich meine, Alzheimer, ich weiß nicht, solche Krankheiten, die wirklich weit um als einfach unheilbar teilweise gelten, nur mit Medikamenten und so weiter und so fort. Du willst quasi auch damit sagen, dass Mensch, wenn sich ein solches lang chronisches sozusagen Leiden einstellt, dann kann es damit zusammenhängen, dass der Mensch nicht seine Persönlichkeit lebt. Also das muss man sich wirklich implizit genau ansehen auf jede einzelne Situation. Ja. Weil wenn man jetzt das sagt, so wie es du gesagt hast, bleiben wir bei dem Depression. Ja. Jawohl. Wenn jemand eine Depression hat, dann kommt er ja nie mit dieser Depression schon auf die Welt. Genau. Da gibt es in der Regel eine Geschichte dahinter. Und das, was man eben erkennen muss, ja, man darf sich dann nie verleiten, dass man verallgemeinerte Aussagen da jetzt heranzieht. Gerade in so einem Bereich ist es sehr wichtig, jeder Mensch hat seine Geschichte. Wenn man bei der Depression eben jetzt da anknüpft, wo ist der Ursprung? Wie hat es begonnen? Wie war bei diesem Menschen, der diese Depression hat, sein Lebensweg? Ab wann hat das begonnen bei ihm? Also wie gesagt, das muss man sich sehr individuell auch ansehen, gerade bei Krankheiten auch, ja. Da gibt es ja auch diesen Zugang, dass man sagt, man hat vieles im Erbgut schon drinnen, auch, das, was vererbter worden ist. Da gibt es auch in der Genetik dann die unterschiedlichen Ansätze, dass man sagt, es geht nicht um die Gene, es geht um die An- und Ausschalter von den Genen. Also, wie gesagt, da tun sich Riesenfelder auf und da gibt es natürlich sämtliche Experten auch dafür, die sich damit da beschäftigen. Ich als Gesichtleser versuche, mich, soweit es möglich ist, auch, und soweit es der Mensch dann auch zulässt, auf dieses Individuum auch einzustellen, dass ich das Potenzial über sein Gesicht, ein Gesichtleser nimmt auch gerne die Hände mit hinzu, da lesen wir aber nur die Handrücken und die Finger, dass man von dorten weg einmal beginnt anzuknüpfen und dann zu schauen, was macht der Mensch daraus, kann er damit was anfangen? Und der nächste Schritt wäre eben dann, dass man sagt, okay, man geht dann noch mit ihm ins Gespräch. Aber das wird wahrscheinlich auch vom Gesichtleser zu Gesichtleser unterschiedlich sein. Aber grundsätzlich kann man ihm sagen, es gibt bei jedem Menschen Geschichten in seinem Leben, die hat jeder. Und je nachdem, wie diese Geschichten erlebt wurden oder wie er diese Geschichten verarbeitet hat, oder wenn du auch willst, kannst du sagen, Erlebnisse, Erfahrungen, hat die Spuren hinterlassen. Und wenn du mich jetzt da konkret fragst, ist es zu spät irgendwann einmal, dass man beginnt, daran zu arbeiten oder wenn es eben mit der Krankheit ist, mit dieser Krankheit mehr oder weniger zu leben. Auch. Ich persönlich glaube, ja, es gibt immer Zeit noch, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Die Frage ist halt immer, inwieweit ist der Wille noch da, inwieweit ist das Bewusstsein noch da. Das muss man sich explizit genau anschauen. Ja. Weil da gibt es sicherlich Menschen, die sind an einem Punkt, wo die aufgegeben haben oder wo es gar nicht mehr geht. Ja. Wenn der zum Beispiel einen Schlaganfall gehabt hat, der hat vielleicht nur so in der Art und Weise irgendwie versuchen, was daraus zu machen. Ja. Aber da kommt es halt dann wirklich darauf an, was ist diesen Menschen widerfahren. Und da muss man das sehr konkret und ich würde es sogar so machen, für jeden Einzelnen betrachten. Weil für mich ist nicht gleich, dass man sagt, okay, klassisch bleiben wir bei Depression, Depression, gut, Antidepressiva, passt, Gesprächstherapie und das war's. Das wäre für mich zu oberflächlich. Ja. Also, für mich ist es so, jeder hat so seinen eigenen Zugang, jeder hat so seine eigene Erfahrung auch damit. Und der Gesichtleser knüpft, wenn ich sage, ich lese Menschen, ich knüpfe immer dort an, dass ich es rein herausarbeite, welches Individuum oder was, man könnte auch so sagen, was macht die Einzigartige? Das bringt mich ganz kurz jetzt, was macht die Einzigartigkeit? Genau dieser Satz bringt mich auf eine ganz kurze Geschichte, die ich glaube, genau auch mit der Botschaft zusammenhängt, die irgendwie die Gesichtsleser, soweit ich das jetzt beurteilen kann, geben. Und zwar war das in der Uni, ich war mit einer Kollegin unterwegs in der Uni und da war so ein quasi ein
ein Stand, ein Ständchen, sagt man so, eine religiöse Gruppe, die sozusagen Kaffee verkauft hat, natürlich auch ihre Sachen an den Mann, an die Frau bringen wollte, mit Message und so weiter. Und ich und die Kollegin wirst du sicher kennen. Ich meine, zu Kaffee sagt man meistens nie nein sozusagen, oder? Gratis Kaffee noch mehr, also ich hallo. Und dann sind wir halt rübergegangen zu diesem, also diesem jungen Mann, und der hat uns dann natürlich, wollte einen Kaffee, er hat Deutschland, hat uns, und dann natürlich, als wir den Kaffee halb sozusagen oder in der Hand hatten, war natürlich, und was sagt ihr? Versteht er das? Hat er gesagt, so, glaubt ihr, dass euch Jesus liebt? Und dann natürlich, wir beide waren dann so, okay, eigentlich wollten wir Kaffee, und jetzt quasi haben wir uns auf ein Gespräch mit diesem Typen eingelassen. Dieses Gespräch hat dann 2-3 Stunden gedauert. Er hat es nicht gelassen. Wir haben es auch nicht gelassen. Und dann quasi, ich habe mich viel mit solchen Sachen auch beschäftigt. Und der Grund, wieso ich das alles sage, ist dann, ich habe dann quasi so ein Bibelzitat zitiert, das ich im Kopf hatte, und habe damit irgendwie etwas sehr, meine Auslegung dieses Bibelzitates hat etwas in ihm erweckt, was sehr auf Abneigung gestoßen ist. Und zwar, ich habe gesagt quasi, Jesus Christus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er wollte nicht, er sagte, nur Christus ist das Licht der Welt, nicht die Menschen sozusagen. Er hat quasi, und so habe ich das Gefühl, er hat quasi sein ganzes eigenes Licht, seine ganze, das, genau das, was du auch quasi in jedem Mensch, von dem deine Lehre, eure Lehre ausgeht, oder die Gesichtsleser sagen, dass jeder Mensch einzigartig ist, jeder Mensch hat ein bestimmtes Potenzial, das ihn und sie komplett einzigartig macht, quasi. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Mensch dieses Potenzial von sich weg projiziert hat auf eine Figur oder auf etwas, was, wo er nicht glaubte, das ist in mir. Ich bin das Licht der Welt. Wir sind alle das Licht der Welt. Und genau das irgendwie, ich glaube, das ist das, was mich auch so begeistert an diesem Gesichtslesen, weil quasi du hilfst, oder ihr und du helft den Menschen, das in sich zu sehen, sozusagen, oder? Wenn man es auf den Punkt bringt, könnte man sagen, wir sind als Gesichtleser Ratgeber, die Menschen dabei unterstützen, ihre Persönlichkeit, ihr Potenzial, ihre Talente, ihre Fähigkeiten zu erkennen, sie bewusst zu machen und dann die Entscheidung zu treffen, ob sie sie nutzen wollen. Okay, genau. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch eine letzte Frage, wenn das für dich passt, für dich, Thomas, und zwar, inwiefern durch deine Lebenserfahrung, du musst diese Frage nicht beantworten, aber hat sich gezeigt, dass Gesichtslesekunst oder auch dieser Weg, auf dem du dich begeben hast, hilft, zum Beispiel eine Sucht oder Suchtverhalten, das natürlich, wie du es sicher selbst weißt, in allen möglichen Formen auftreten kann, zu überwinden. Ich glaube, heutzutage sind jeder mit Sucht konfrontiert, sei es beim Handy angefangen, bei anderen Sachen, Essen. Ich meine, alles kann Sucht generierend sein. Aber ich rede jetzt auch vielleicht von anderen Arten von Süchten, von schwerwiegenderen Süchten. Glaubst du, kann das, ich meine, die Antwort liegt eher schon, ich meine, aber kann das helfen sozusagen? Weißt du, was ich meine? Auch gegen so ein schwerwiegendes Thema oder sich mit den, wirklich mit dem Grund, mit der Quelle dieser Sache dann auch auseinanderzusetzen und so weiter. Also ich kann es dann nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, ja. Dadurch, dass bei mir Sucht ja ein Thema ist, ja, hat mir das Gesichtlesen, die Ausbildung auch zum Gesichtleser, natürlich auch die anderen Ausbildungen, die ich gemacht habe, aber in erster Linie das Gesichtlesen war für mich ein wertvoller Baustein, wo mir bewusst wurde, dass Sucht auch bei mir in der Persönlichkeit schon mit drinnen ist. Also es gibt Zugänge,
die man über das Gesicht herausliest, ob der Mensch einen Zugang oder einen Hang oder eine Neigung oder wenn man will, eine Disposition zu Suchtverhalten hat. Mhm. Wobei man muss hier wiederum sehr klar differenzieren, was Sucht da ist. Ja? Also ich sage das gerne, wenn ich Menschen in dem Zusammenhang auch lese und ich erkenne, die haben 3, 4 Bausteine, die auf Suchttendenzen hinweisen, ja? Ja. Dann erkläre ich das gerne immer in einen Stufenbau. Ja? Wann wird Sucht zur Sucht? Ja? Das ist ja ein sehr, sehr grober Begriff. In erster Linie geht es darum, wenn du heute merkst, du kriegst einmal eine Tendenz. Ja? Also was ist eine Tendenz? Ich mache etwas in regelmäßigen Zusammenhängen. Ja? Das ist einmal okay. Wenn ich aber jetzt da merke, diese Tendenz überschreite ich und ich kriege dann schon so eine Neigung dafür. Und wenn ich mitbekomme, aha, wenn ich das jetzt nicht tue, dann laufe ich nicht mehr so rund. Ja? Also ich mache mich praktisch so ein bisschen abhängig davon. Dann bin ich in die nächste Ebene eingetaucht. Und wo ich aber dann wirklich sehr genau hinschauen sollte, ist, wenn ich dann für mich erkenne, ich tue etwas, was mein Leben schon so beeinträchtigt, wenn ich das tue, dass ich für nichts anderes mehr in der Art und Weise Platz oder Raum lasse. Also ich rutsche dann immer tiefer und tiefer in dieses Verhalten hinein. Ja? Also gehen wir davon aus, mach mal ein kurzes Beispiel, damit es nicht so kryptisch klingt. Ja? Ja. Wenn man sagt, ich habe jetzt da so die Neigung, ich gehe gerne in die Trafik und kaufe mir ein Rubbellos. Ja? Ich kaufe mir ein Rubbellos, und das ist okay. Ja? Und dann kriege ich aber mit, irgendwann einmal reicht mir dieses Rubbellos nicht mehr. Und dann wird aus dem Rubbellos, spüle Lotto und versuche immer mehr Möglichkeiten heranzuziehen, um mich durch dieses Spiel, dieses Glücksspiel, je nachdem, wie der Gedankenzugang ist, entweder Wohlbefinden oder Geld oder was auch immer. Jeder hat so seinen eigenen Ansatz. Und dann investiere ich natürlich dort sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Und wenn dann die Endstufe ist, dass ich täglich in einer Spielhalle sitze und meine überwiegende Zeit dort verbringe und alles andere mein Leben vernachlässige, spätestens dann bin ich sehr tief hineingerutscht. Und als Gesichtleser kann man eben erkennen, es gibt Zugänge, ja, es gibt Bausteine, dass man damit sich selber auseinandersetzen muss, ja, wenn man sagt, es ist mir mal bewusst, dass das kein leichter Weg daraus ist, ist mir sehr klar. Und da könnte man auch sagen, naja, das sagt sich alles so einfach. Ja. Man muss einmal da drinnen sein. Also ich weiß, was es bedeutet mit Süchten, sich auseinanderzusetzen, weil ich ja selbst drinnen gesteckt bin und stellenweise noch in anderen Bereichen auch immer wieder hineinrutsche. Ja. Wenn man zu Extremen da neigt. Und die Technik des Gesichtlesens hat mir dazu geholfen, dass mein Bewusstsein dafür klarer geworden ist. Hat es mir die Sucht abgenommen? Nein, das wäre jetzt unseriös. Wenn ich sage, okay, nur das, dass ich das gelernt habe, dass ich das weiß, dadurch ist es schon besser. Nein. Aber der erste Schritt für Veränderung ist für mich, dass ich ehrlich zu mir selber werde und dass ich Klarheit bekomme. Und dann geht es um die Willenskraft, um den Glauben an sich selber, um die Überzeugung, um meine Handlungen in eine andere Richtung zu setzen und um die Disziplin und die Konsequenz. Jetzt könnte man sagen, ja, man kann sich Hilfe suchen. Ja, in der heutigen Zeit gibt es verschiedenste Menschen, die einen dabei unterstützen können. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du den Knopf nicht selbst in deinen Kopf umlegst, dann kann dir niemand dabei helfen. Das ist so meine Meinung dazu, meine Erkenntnis daraus, ja. Ich habe die Bestätigung über die Ausbildung zum Gesichtleser bekommen, wieso Sucht bei mir so eine große Rolle in meinem Leben spielt oder gespielt hat und nach wie vor spielen wird. Wird sich sehen, wie sie sich weiterentwickelt. Ja? Ich habe die Bestätigung dadurch bekommen, weil ich Bausteine in meinem Gesicht sie finden oder an meinem Körper sich finden, wo man eben die Tendenz zur Sucht zuordnet. Und der Gesichtleser sagt immer, ein Baustein, man könnte es so nennen, auf einem Sessel mit einem Bein ist es eine sehr wackelige Angelegenheit. 2, 3 oder 4, umso mehr Bausteine das zeigen, umso aussagekräftiger ist dieser Zugang, dieser Bereich von dem Menschen. Ja? Und so wie es bei mir ist, ich habe 5 Bausteine, die auf die Sucht hinweisen, die sich in meinem Gesicht eben und auf meinem Körper auch zeigen.
Somit weiß ich, okay, ich habe eben diese Prägung viel stärker mitbekommen in diesem Leben. Das ist jetzt wieder Glaubenssache. Ja. Ich bin in diesem Leben offensichtlich auch vor die Herausforderung gestellt, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Also so könnte man das auf den Punkt bringen. Schön. Und jetzt genau, also erstens mal danke, dass du dich so offen und ehrlich hier quasi zeigst und dass du das, dass du dich auch so verletzlich machst, weil ich finde immer, wo das anfängt, dann fängt es auch an, mich zu berühren oder vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Eine Frage, eine Gratwanderung, die meines Erachtens momentan relativ viele Menschen auch machen, ist und ich selber auch, die du sicher auch schon oft gehört hast. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel von diesem Beispiel des Rubelloses weggehen und sagen, das, was suchtgenerierend ist, ist zum Beispiel das Ausüben, zum Beispiel der Sport, das etwas, was gesellschaftlich besser erachtet ist. Sport, Arbeit als Leidenschaft, ein Musikinstrument spielen, und da werden dir viele Sportler, Musiker, Theater, alle Schriftsteller werden dir sagen, oder auch Köche, alles, wenn du es nicht oft tust, dann wirst du nicht gut. Und ich selbst erlebe es zum Beispiel beim Gitarrespielen oder so, dass das, also es ist echt eine große Möglichkeit, um zu wachsen, weil wenn man über sich selbst wirklich nachdenkt und wie du sagst, wenn man sich bewusst wird, was dabei passiert und wieso man es macht und so weiter und so fort. Aber was würdest du quasi als Gesichtsleser, natürlich hängt es wieder immer von Individuum ab, aber es ist einfach wirklich, meine Erlebenserfahrung hat gezeigt, wenn du es nicht oft machst, wirst du nicht gut. Wenn du nicht dich aus der Komfortzone rausbewegst, wirst du nicht gut. Doch. Aber, wenn du es oft machst, dann gerätst du viel mehr in diese Sache rein mit der Identifikation, dass du dich darüber identifizierst und dass du, wie sozusagen, dass du wirst sozusagen und dass du, wenn du es weglässt, plötzlich einen Identitätsverlust hast sozusagen. Die große Möglichkeit darin liegt ja natürlich, wenn man den Yogis und allen möglichen zuhört, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich tue es, aber es ist nicht ich. Aber das muss ich mir jeden Tag, jeden einzelnen Tag vor Augen führen. Sonst geht es überhaupt gar nicht. Sonst, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. Ich würde das sehr differenziert auch wiederum beantworten, wenn es für dich okay ist. Natürlich. Der erste Zugang ist natürlich, wenn ich in etwas gut werden will, dann sollte ich es so oft wie möglich tun, dann sollte man es üben. Gerade so wie beim Sport. Ich will ein guter Fußballer werden, ich beschäftige mich jeden Tag mit dem Ball. Ja? Mein Zugang ist der, wenn es mein Ding ist, also wenn ich meine Leidenschaft dafür geöffnet habe und es ist wirklich mein Ding, also meine Berufung, dann wird mir das, was ich hier tue, nicht so viel Energie kosten, weil ich auch Talente mit hineinbringe. Gesichtleser nehmen da gern Talente mit hinein. Weil wenn ich halt ein Talent einsetze und ich habe ein Talent dabei, dann geht mir das leichter von der Hand. Das, was man auf der Art und Weise berücksichtigen sollte, ist Achtsamkeit. Wenn ich das tue und ich bin noch einen Tag Training kaputt und ich merke, okay, nach dem Tag Training bin ich so kaputt, dass ich am nächsten Tag, wenn ich schon aufstehe, Merkmale bei mir habe oder von mir aus der Körper mir das aufzeigt, ja, so ein bisschen die Alarmglocken, dann sollte ich nicht wieder ins Training gehen, sondern sollte mich erholen. Ja? Sollte reflektierter sein. Also ich bin schon deiner Meinung, dass man, wenn man etwas gut werden will, es schon intensiv machen sollte. Aber die Intensität und die Energie, die dabei, wenn man damit fertig ist, noch über ist, ist für mich das Maß der Dinge. Und tue ich etwas, wo meine Talente mit dabei sind. Ja? Man kann sich viel mit Willenskraft auch aneignen, nur da kann ich oft einen hohen Preis dafür zahlen. Darum sind für mich das Ausschlaggebende, welche Talente habe ich, welche Talente kann ich damit hineinnehmen und wie ist die Intensität, die ich da
dadurch aufbringe und wie geht es mir danach, wenn ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, wie viel Energie habe ich noch, wie ist mein Wohlbefinden. Ich habe das oft bei Menschen, die gehen gern laufen, ja, und ich sage dann immer, kommst du in den Flow, bist du nach dem Laufen gut drauf, dann war das Laufen zielführend. Bist du nach dem Laufen kaputt, so kaputt, dass du gar nicht mehr gescheit irgendwie gehen kannst oder du hast Krämpfe oder du hast Schmerzen oder so, dann bist du von was davon gelaufen. Ja? Also so ist mein Zugang dafür. Wow. Boah, das ist interessant. Das ist super. Von was davon gelaufen, ja. Das ist das. Okay, okay. Thomas, danke dir für diesen Einblick einfach in das, was du tust und in dein Leben. Das hat mich wirklich gefreut, das mit dir zu machen. Also die sehr Leute können dich finden. Bitte sag mal den Leuten hier, wo sie dich finden können. Also im Internet, auf der Homepage der Face Reading Academy. Richtig. Mhm. Eric Stand-Up ist der Eigentümer dieser Akademie. Mhm. Und man findet mich unter dem Team oder unter den Dozenten. Dort findet man meine Kontaktdaten, da kann man mit direkt kontaktieren. Also Face Reading Academy, Ladies and Gentlemen, ich würde es euch sehr, sehr wärmstens empfehlen, wenn ihr Fragen über euch selbst habt und über euer Leben. Mir hat es sehr geholfen und ich hoffe, dass ich auch mit dem Thomas noch in Zukunft was machen kann, in Kontakt bleiben kann. Und ich werde den Link von der Face Reading Academy auch dann unten unter dem Podcast posten. Und ja, ich bedanke mich, Thomas. Mach's gut und danke auch. Auf geht's. Danke dir. Danke. Alles Gute. Danke. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.